Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei diesem Teil des Einzelplans, wenn es um Heimat, Bauen und Wohnen und Stadtentwicklung geht, hat man auf den ersten Blick, wenn man die Haushaltszahlen betrachtet und vergleicht mit den vergangenen Jahren, den Eindruck, na ja, so viel hat sich nicht verändert, kann also so schlecht nicht gewesen sein in der Vergangenheit, wenn die wesentlichen Haushaltspositionen fortgeschrieben, teilweise sogar noch ergänzt worden sind. Aber, und das ist dann bei der Haushaltsdebatte auch notwendig, die gesamte Politik zu betrachten, braucht es einen zweiten Blick. Und insofern hat dieser Haushaltsplan, sehr geehrte Frau Ministerin, einen doppelten Boden. Sozusagen Dr. Jekyll and Mr. Hyde, die schöne Fassade nach außen. Aber wenn man genauer hinterguckt, dann muss man schon die ein oder andere Frage stellen. Und habe das ja schon im Ausschuss für meine Fraktion erklärt. Selbstverständlich sind wir bereit, über die Frage der Gestaltung von Heimat intensiv miteinander zu ringen, gegebenenfalls auch diskursiv zu diskutieren. Aber wenn man schon antritt mit einem Ministerium für Heimat, und das machen Sie ja, und stellen den Namen auch noch vorne hin, dann muss man hinter diesem programmatischen Anspruch auch Inhalte präsentieren können. Ein Ministerium ist doch nicht dafür da, einen Castingwettbewerb über den Heimatbegriff zu veranstalten. Wir sind hier im Bereich der Landespolitik, da geht es um Gestalten. Und bei Gestalten, wenn man gestalten will, dann muss man Ziele formulieren. Wo ist Ihr Programm, wo ist Ihr Ziel, wo sind Ihre Ziele für den Bereich Heimat? Ich würde gerne mit Ihnen darüber streiten, aber dafür müssten Sie was vorlegen. Wo wollen Sie denn hin mit diesem Bereich? Nichts, gar nichts bisher vorgelegt. Und ich kenne Haushaltsberatungen von neuen Haushaltstiteln auch so, dass man zunächst einmal Förderrichtlinien vorlegt, bevor man das Parlament um Geld bittet, um für bestimmte Inhalte Geld auszugeben. Auch da bisher null Ansatz. Wir wissen nicht, wohin es mit diesem Haushaltstitel und mit der Heimat gehen soll. Und insofern meinen wir, hier muss noch kräftig nachgearbeitet werden. Und dieser große Haushaltsansatz von über 10 Millionen, der auch noch gesteigert werden soll auf 30 Millionen, der soll erst einmal da ausgegeben werden, wo wirklich die Not groß ist. Und die Not ist groß bei der Frage der Flächenbereitstellung für neuen Wohnraum. Und deshalb unser Vorschlag, hier klar eine Orientierung auch vorzunehmen. Und der doppelte Boden, meine sehr geehrten Damen, geht noch weiter, Herren, und geht noch weiter, wenn man genauer hinschaut in diesen Haushalt, nämlich wenn es um die Frage des Wohnungsbauprogramms geht. Und ich kann eigentlich der bisherigen Haushaltsdebatte nur entnehmen, dass Sie immer da, wo dann eine öffentliche Diskussion stattgefunden hat, bestimmte Titel auch zurückgenommen haben. Aber dieser Titel, der eigentlich nicht im Haushalt steht, sondern mit dem Förderprogramm verbunden ist, ist der eigentliche Sozialkältehammer in diesem Haushalt. Das wird derzeit gar nicht öffentlich diskutiert. Hier wird offensichtlich der soziale Wohnungsbau zurückgefahren, und zwar massiv. Um 200 Millionen soll weniger sozialer Wohnungsbau in diesem Land stattfinden. Das ist eine Nachricht, die zentral, und die ist ein Hammer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde plötzlich sichtbar. Da wird das Gesicht dieser Landesregierung klar, wo sie eigentlich Schwerpunkte setzen wollen, aber sie scheuen sich, das zu diskutieren. Stattdessen werden ein paar Rosen, ein paar Girlanden um die Ketten gewunden mit den Begriffen von Heimat und schönen Schildern, die aufgestellt werden sollen. Aber das eigentliche Problem, nämlich die Wohnungsnot in unserem Land zentral zu bekämpfen, da gehen Sie von den guten Ansätzen der Vergangenheit weg und fahren deutlich zurück. Hier kann man nicht zustimmen, hier muss man öffentlich protestieren. Und hier muss man auch dagegen stimmen. Dazu fordere ich Sie auf.